Liebe Studierende der Kinderuni, im Namen des Rektorats freue ich mich, euch an der Universität Stuttgart begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Jens Wirth, ich bin Professor hier an dieser Universität. Ihr werdet heute eine Vorlesung erleben. Der Begriff Vorlesung stammt noch aus der Zeit, in der Bücher für die meisten Studenten zu teuer waren und die Vorlesung hauptsächlich darin bestand, dass der Professor ein Fachbuch vorlas. Okay, klingt langweilig, ne? Ist auch heute noch so, also Studierende hören im Wesentlichen zu und das bedeutet, ihr kennt das alle, Ohren auf, Mund zu. Wenn ihr Fragen habt, seid bitte nicht traurig, wenn ihr nicht direkt drankommt, wenn ihr euch meldet. Ihr könnt Fragen nach der Vorlesung direkt an Frau Professor Wege stellen. Und noch etwas dürfte einigen von euch neu sein. Wenn euch etwas gefällt in der Vorlesung oder ihr zustimmen wollt, nicht klatschen, sondern auf den Tisch klopfen. Und das sollten wir vielleicht mal kurz üben. Alle mal auf den Tisch klopfen. Genau. Also die Lautstärke ist gut, so muss es in einem vollbesetzten Hörsaal klingen. Also ihr seid echt gut, selbst wenn der Hörsaal nur halb voll ist. Okay, also wir essen sie mit Obst, Gemüse oder Ketchup und sie sind in fast jedem Garten auf Wiesen und Feldern. Man kann sie nicht sehen, daher bleiben sie oft völlig unbemerkt. Aber nicht heute. Denn gemeinsam mit Frau Wege macht ihr euch auf die geheimnisvolle Reise in das Innere von Pflanzen und werdet Pflanzenviren entdecken. So, liebe Frau Wege, ich überlasse Ihnen das Reden und euch Studierenden wünsche ich viel Spaß und eine ganz spannende Vorlesung. So, jetzt sage ich Ihnen auch ein ganz herzliches Dankeschön für die tolle Einführung und ich begrüße euch jetzt ganz herzlich zur Vorlesung über das Leben im Inneren von Pflanzen. Wir sind hier aus dem Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme an der Universität Stuttgart und vom Projekthaus Nanobiomata. Und wie ihr gleich sehen werdet, bin ich zum Glück hier nicht alleine und muss hier nicht ganz allein stehen, sondern Frau Dr. Kleino, Privatdozentin bei uns in der Abteilung, ist hier und wird mich unterstützen. Und Frau Dr. Koch, die vieles von dem, was wir gleich noch sehen werden, auch selbst entwickelt hat, ist ebenfalls da, sodass mir eigentlich nicht mehr viel passieren kann, hoffe ich. Trotzdem ist es so, dass ich außerdem hier noch weiter herzlich begrüßen darf, zum Teil und zum Teil auch ganz herzlich danken darf. Weitere Mitarbeiter unserer Abteilung haben auch geholfen, das alles ein bisschen vorzubereiten. Deshalb möchte ich hier auch noch mal ein großes Danke sagen an unsere Studierenden, unsere Sekretariate, unsere technischen Mitarbeiter und unsere Gärtnerinnen und Gärtner, die alle uns hier geholfen haben, damit es auch ein bisschen bunt und grün ist und ein bisschen interessanter wird, als nur ein Buch vorzulesen. Und der Abteilungsleiter bei uns ist Professor Jeske, der bei uns alle verschiedene Forschung über verschiedene Themen bei Pflanzen, wie er schon seit langen Jahren macht. Und ich habe vor noch viel längeren Jahren angefangen, mich für die Welt im Kleinen zu interessieren. Und das möchte ich euch kurz erzählen, warum überhaupt ich hier heute stehe und mich damit beschäftige. Eigentlich ist dieses Buch schuld. Das Buch hat mein Großvater mir früher mal geschenkt, weil er das auch so gut fand und ich habe als Kind dann angefangen, Dr. Kleinermacher zu lesen. Das Buch heißt Dr. Kleinermacher führt Dieter in die Welt und dieses Buch fand ich so toll, dass ich damit das erste Mal eigentlich in eine ganz neue, ganz kleine Welt, in der großen Welt einsteigen konnte und beim Lesen plötzlich gemerkt habe, dass es ja eigentlich noch viel mehr geben müsste, was wir nicht sehen können, weil es so klein ist. Und wenn man sich dann überlegt, vielleicht kann man klein werden und mit solchen Insekten zu Pflanzen fliegen und dann so durch die Welt fliegen, dann fängt man an, noch ein bisschen genauer um sich rumzuschauen. Und zum Beispiel begegnen einem dann auch immer mal so komische Pflanzen mit Flecken und kräuseligen Blättern. Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal gesehen. Habt ihr? Ja. Und ich habe mich dann damals immer gefragt, was war da los bei den Pflanzen und habe gedacht, vielleicht kann uns ja auch Dr. Kleinermacher helfen, dass wir das ein bisschen lernen, was da wirklich los ist.
Was hat der denn erfunden? Tja, Dr. Kleinermacher, der hat nämlich gelebt in so einer kleinen Gasse, in einer Hinterstraße, ganz unauffällig im Dachgeschoss, und er war ein ganz, ganz großer Forscher. Und in dem Buch wird beschrieben, wie Traute und Dieter sich langweilen und eigentlich nach Indien fahren wollen, aber dafür sind sie noch zu klein. Aber dann fällt Dieter ein, dass ja Dr. Kleinermacher da ganz besondere Möglichkeiten hat als Forscher. Und er hat erfunden ein geheimes Prickelwasser. Ich trinke immer noch gern mal ein Prickelwasser, aber leider führt es nicht zu dem, was bei Dr. Kleinermacher passiert ist. Er hat nämlich ein Prickelwasser erfunden, das einen in die Welt des winzig Kleinen bringt. Und zwar ist es so, dass wenn man dieses Prickelwasser trinkt, dann schrumpft man. Je mehr man von dem Prickelwasser trinkt, desto kleiner wird man. Und ich fand damals ganz besonders toll schon die erste Szene, weil man merkt ja gar nicht, wenn man kleiner wird. Man guckt um sich rum und es sieht so aus, als ob die Welt immer größer wird. Und Traute und Dieter und eben Dr. Kleinermacher haben sich auf den Tisch gestellt, auf dem zufällig auch noch ein Wassertropfen war, und haben einen Schluck von dem Prickelwasser getrunken. Und plötzlich wurde der Tisch immer mehr zu einem bergigen Bereich, und plötzlich waren da richtige Gebirge, und plötzlich haben die drei gemerkt, sie sind ganz, ganz klein, und das, was man hier sehen, das sind die Risse in der Tischplatte. Und dann haben sie gemerkt, oh wow, da ist ja ein riesiger Wassertropfen, sind da hingegangen und haben gesehen, was in dem Wassertropfen so los war. Und in diesem Wassertropfen ist eine Welt, die ist unglaublich schön. Wenn man mit einem Mikroskop so einen Tropfen Teichwasser anschauen würde heute, dann könnte man da ganz tolle Formen entdecken, Tiere, die zum Teil sehr nett sind, zum Teil sich auch gegenseitig auffressen. Da drin ist eine komplett neue Welt wie in einem Zoo. Deshalb habe ich gedacht, na gut, wenn man nicht ganz so viel Prickelwasser trinkt, vielleicht kann man dann auch erstmal zu Pflanzen fliegen und dann, wenn man an der Pflanze ist, auf ein Blatt fliegen, schrumpfen noch ein bisschen weiter mit ein bisschen mehr Prickelwasser und dann durch die Luftlöcher in das Blatt reinkriechen. Denn wie ihr wisst, das werden wir auch gleich noch sehen, haben Pflanzen ja auch Luftlöcher in allen Blättern, sodass man in die Blätter reinkriechen können müsste. Tja, aber das Blöde ist, ich habe den leider nicht getroffen, den Dr. Kleinermacher, und danach hat es niemand wieder hingekriegt. Ja, vielleicht war es doch ein Märchen. Und da das leider nachher nie wieder funktioniert hat, zeigen wir euch heute, wie wir das machen. Wie wir jetzt das Leben in Pflanzen erforschen. Wir machen das nämlich so, indem wir Pflanzen präparieren und dann mit dem Mikroskop untersuchen. Und wir zeigen euch das heute auch ein bisschen mit echten Geräten, damit ihr seht, wie das im normalen Labor so funktioniert. Wir zeigen euch danach, was im Blatt für eine Welt existiert, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt. Ihr werdet nämlich sehen, dass das ganze Blatt voller Zellen ist. Und diese Zellen sind wie kleine Städte. Das zeige ich euch auch. Und das zeigen wir euch auch zusammen hier. Danach seht ihr besondere Bewohner des Blattes. Das sind nämlich die Pflanzenviren. Das ist das Thema, mit dem wir uns fast die ganze Zeit bei uns im Labor und auch theoretisch mit neuen Lehrbüchern beschäftigen und mit Forschungsbüchern. Und es ist sehr spannend, denn solche Pflanzenviren sind total verschiedene Typen. Da gibt es nette Mitbürger, die helfen, aber es gibt auch fiese Typen und Schmarotzer. Unterschiedliche Beispiele zeigen wir euch, aber vor allem zeigen wir euch nachher, wobei Pflanzenviren helfen können. Pflanzenviren können nämlich auch sehr nützlich sein, zum Beispiel, wenn man unsichtbare Stoffe sucht und finden möchte. Und dafür zeigen wir euch nachher noch einen richtigen Versuch. Also, wir haben einiges vor heute und deshalb bekommt ihr jetzt als erstes mal eine kleine theoretische Einführung darin, wie man denn nun Blätter erforscht, indem man sie präpariert und mikroskopiert. Wir hatten ja schon einen Nachmittag, wo Nachwuchsforscher einiges davon bei uns gelernt haben. Und da haben wir uns erstmal die Frage gestellt, wie präparieren wir überhaupt? Was ist überhaupt präparieren? Tja, präparieren kommt aus dem Lateinischen. Das kommt aus dem Lateinischen und heißt präparare, vorbereiten. Ich bereite also das Blatt so vor, dass ich nachher reinschauen kann. Und wenn ich da möglichst viel drin sehen möchte, dann muss ich das Blatt so vorbereiten, dass man da reingucken kann, und zwar in die richtige Richtung. Tja, und wie macht man das? Man muss das Blatt dann unter das Mikroskop nehmen und richtig so schneiden, damit das Blatt wirklich genau so geschnitten wird, dass man da ganz gut reinschauen kann.
Und deshalb zeigen wir euch jetzt, wie das in einem normalen Labor in der Universität gemacht wird und wie man das einfacher mit ganz wenig Hilfsmitteln hinbekommt. Als erstes seht ihr jetzt, wie das in einem richtigen Labor der Universität aussieht. Dieser nette Kollege aus Italien ist darauf vorbereitet, jetzt solche Blätter für die großen Mikroskope gut zu präparieren, die wir an der Uni haben. Und er hat eine ganze Menge an merkwürdigen Dingen bei sich. Die will ich euch nicht alle erklären. Aber das Wichtige ist, dass er das richtige Werkzeug hat und die Tricks kennt, mit denen man so Blätter so aufschneiden kann, dass man da reingucken kann. Man nimmt solche Blätter und schneidet ganz kleine Stückchen aus. So geht das Ganze los im normalen Labor. Als zweites behandelt man diese kleinen Blattstückchen chemisch und zwar so, dass man sie danach in Wachs schmelzen kann. Das bedeutet, ihr kennt alle Kerzenwachs, wie man Kerzenwachs irgendwo in ein Gefäß kippen kann und das nachher wieder hart wird, kann man das auch mit Blättern machen. So wie man einen Docht in eine Kerze einschmilzt, kann man auch Blattstückchen da reinschmelzen. Und wenn ich dann so ein Blattstück in dem Wachs drinne habe, dann kann ich das auf einen Holzblock kleben und so ausschneiden. Und dann habe ich das Blatt so drin, dass ich es schön schneiden kann. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, man braucht dann spezielle Geräte, mit denen man dieses Wachs in ganz dünne Scheiben schneidet. Und diese speziellen Geräte, die sind teilweise sehr groß und sehr aufwendig. Früher sahen die so aus, noch vor ungefähr 10 Jahren haben wir mit solchen Geräten bei uns am Institut gearbeitet. Inzwischen haben wir so ein Gerät, die nennt man Mikrotome, nur für die Experten unter euch, die viel mit Mikroskopie sich schon beschäftigt haben. Wir haben nämlich gemerkt, es gibt da welche. So, und wenn man dann damit dünne Scheiben von dem Wachs geschnitten hat, dann kann man sie auf Glas legen, das Wachs wieder rauslösen und dann kann man es unter das Mikroskop legen und hat Schnitte so dünn wie ein Haar. Tja, ist alles ziemlich aufwendig, deshalb fragt man sich immer wieder, geht das nicht einfacher? Und es geht einfacher. Und tatsächlich ist es so, dass es Handmikrotome gibt. Hier vorne haben wir eins stehen, das ist schon ein etwas besseres Handmikrotom. Manchmal gibt es noch einfachere, die man auch einfach so im Handel in der Stadt kaufen kann. Und solche Handmikrotome kann man nun benutzen, um so ähnlich wie mit den Blättern im Wachs einfach Blätter zwischen zwei andere holzähnliche Stückchen zu legen und auch ganz dünne Schnitte zu machen. Und jetzt kommt die erste Vorführung von uns. Und diese Vorführung wird Tatjana, sage ich jetzt zu Frau Dr. Kleino, weil wir duzen uns natürlich alle im Labor, die Handschnitte euch erklären im Experiment, wie das Ganze funktioniert. Und ich übergebe jetzt mal an Tatjana. Hast du einen Assistenten heute? Ich bin jetzt nicht allein hier vorne, sondern ich habe noch einen professionellen Assistenten, der da vorne sitzt. Das ist der Lino. Der macht nämlich auch selber ganz viel Mikroskopie und kennt sich gut aus. Und das werden wir jetzt zusammen machen. Also nochmal, wir fangen natürlich mit einem Blatt an, was wir von der Pflanze genommen haben. Das sieht man hier auch nochmal. Das haben wir hier von der Pflanze, die hier vorne steht, abgeschnitten. Und als nächstes müssen wir natürlich ein Stückchen da rausschneiden, weil das ganze Blatt ist zu groß, um damit zu arbeiten. Und das sieht man jetzt hier an dem Blatt, was hier neben liegt, dass wir hier im Prinzip schon so einen Streifen rausgeschnitten haben. Und dann haben wir ein Trägermaterial, das uns wie als Halter dient. Das ist für die Experten Holunamark. Der Lino weiß das natürlich. Und da können wir dann diese Streifen reinstecken. Und dann kommt das, was wir eben schon gesehen haben auf dem Bild, nämlich das Handmikrotom. Das kann man jetzt hier nochmal im Original sehen. Mal gucken, jetzt müssen wir es ein bisschen nachfokussieren. So, da sieht man das schon so ein bisschen. Und zwar ist das so, dass dieses Holundermarkstück, was ich eben hier gezeigt habe, mit dem Blattstück drin, ne, das kann man hier nochmal, warte mal, mal ein bisschen rauszoomen, einen Augenblick. So, die Technik, das haben wir hier, das kommt hier in dieses Loch rein, was man hier sieht oder auch nicht, da ist so ein Loch, ist ein bisschen dunkel irgendwie, ja. Warum auch immer, ah, jetzt wird es besser. So, also hier ist dieses Loch und da ist das Stück quasi so senkrecht reingesteckt worden. Und jetzt kann man mit dieser Rasierklinge, die da ist, so Schnitte machen. Und das wird jetzt sozusagen der Lino einmal zeigen. Ich muss das jetzt noch ein bisschen nach oben biegen. Und jetzt kann der Lino sozusagen einmal das schneiden. Ich halte das ein bisschen fest. So, und dann sieht man, wie da so ein ganz dünner Streifen runtergeschnitten wird. Und jetzt ist da in dem
in diesem Holundermark ein ganz kleiner grüner Streifen drin. Den sieht man jetzt da in der Mitte. Und der kommt jetzt auf den Glasobjektträger, der hier neben liegt. Da mache ich jetzt einen kleinen Wassertropfen drauf, damit es nicht austrocknet. So, und da kommt er dann da rein. Und jetzt sieht man das, denke ich, sehr schön schon, wie das Blattstückchen jetzt in dem Wassertropfen schwimmt. Und damit wir das mikroskopieren können, muss da oben noch ein Deckgläschen drauf. Und das macht jetzt der Nino. Der macht jetzt eine kleine Glasplatte da drauf. Und jetzt haben wir wunderbar das Blattstückchen vorbereitet für die Mikroskopie. Und jetzt werden wir das schon mal ein bisschen näher ranholen, damit man das jetzt hier noch mal ein bisschen besser sieht. So, jetzt kannst du das noch mal ein bisschen nach unten schieben, genau. Und jetzt fahren wir noch mal näher ran. Und jetzt müsste es, da ist das Blattstückchen, was wir jetzt abgeschnitten haben, was eben so ganz, ganz klein aussah, wird jetzt schon groß. Und wie das genauer aussieht, dann, wenn man dann noch genauer reinguckt, das wird jetzt die Christina wieder erklären. Ja, so, ganz herzlichen Dank, euch beiden. Das war jetzt eine sehr, sehr schöne Vorführung. Man hat da so ein Rädchen an dem Gerät, mit dem man nun die Schnitte immer dünner und immer dünner machen kann. Und wenn die dann ganz dünn sind, dann liegen die auch auf der richtigen Seite und man kann regelrecht reinschauen. Wir haben das hier nochmal kurz wiederholt. Das bedeutet, wir haben den Ablauf einfach jetzt noch einmal nachfotografiert aus dem Film, den ihr ja alle auf der Homepage der Universität euch anschauen könnt. Man steckt also das so rein, wie ihr eben gesehen habt, dass es richtig sitzt, dreht an diesem Rädchen, um die Schnittdicke zu bestimmen. Dann könnt ihr entscheiden, wie dick wird mein Schnitt. Dann schiebt man das nach vorne, wie ihr eben gesehen habt, packt das in einen Tropfen Wasser, legt das Deckglas auf und dann geht es ans Mikroskop. Ja, und wenn wir jetzt das Mikroskop dann anschauen und durchs Mikroskop gucken und das Blattstück ganz dünn ist, dann kann man so seitlich in die Mitte auf eine Blattader gucken und hineinschauen. Und das, was man dann sehen kann, das ist jetzt tatsächlich bei unserem Übungsnachmittag und Forschernachmittag am Institut präpariert worden. Das ist richtig hübsch. Man kann sehen, dass wir hier so ganz, ganz verschiedene Schichten haben. Wir haben hier oben etwas, dann haben wir eine Schicht, die oben im Blatt lag, dann haben wir hier unten eine Schicht mit so ganz großen, runden, knubbeligen Bereichen und hier unten haben wir auch wieder eine andere Schicht und einen anderen Bereich des Blattes. Alles ist grün. Und wenn man jetzt ein Lehrbuch dazu nimmt und sich das gleichzeitig anguckt, dann sieht man, dass in unserer eigenen Forschergruppe nachmittags eigentlich genauso schöne Schnitte gemacht worden sind, wie sie die Profis machen. Man kann erkennen, dass solche Blätter oben Abschlusszellen haben, ganz obendrauf eine Wachsschicht, dass wir danach Zellen haben, die so ganz langgestreckt aussehen. Die nennt man Palisadenzellen. Drunter haben wir so knubbelige Zellen, die man Schwammzellen nennt, weil das hier unten wie so ein Schwamm aussieht. Und ganz unten erkennt man sogar Spaltöffnungen, die aussehen wie im Lehrbuch. Und wir haben untere Abschlusszellen. Das heißt, wenn ihr das Blatt vom Aufbau in der Schule noch nicht besprochen habt, dann wisst ihr es jetzt. Wer von euch hat es denn schon mal besprochen? Ah, es sind doch auch einige, dann kennt ihr die schon mal wieder, die Blattstruktur. Das heißt, wir gehen da jetzt noch ein bisschen genauer rein und vielleicht hat sich jetzt keiner getraut zu fragen. Ich habe jetzt einfach immer mal von Zellen gesprochen. Aber was sind denn überhaupt Zellen? Ich glaube, diese Frage, die beantworten wir lieber selbst. Und zwar mit der Antwort, Zellen sind wie kleine Städte. Im Grunde haben wir im Blatt nebeneinander liegen Marbach, Ludwigsburg, Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen, Böblingen, Filderstadt und was noch alles im Blatt so vorkommt. Das ist deshalb so, weil nämlich tatsächlich Zellen wie kleine Städte aufgebaut sind. Und das möchten wir euch jetzt noch genauer erklären, damit ihr euren Lehrer verblüffen könnt, wenn ihr das dann alle schon wisst, wenn ihr das in der Schule habt. Wir haben hier unten vorbereitet ein Plakat und auf diesem Plakat haben wir erstmal eine leere Zelle neben einer zweiten leeren Zelle. Und wir wollen euch jetzt schrittweise erklären, was in so einer Zelle alles drin ist. So, wir erklären jetzt also an der Tafel das, was wir hier gleich aufbauen werden. Und jetzt werden Dr. Koch, Claudia und Tatjana Schritt für Schritt alles in die Zellen hinein tun, was da reingehört.
Und wir haben dazu auch immer die Fachbegriffe für die Experten, mit denen ihr dann nachher eure Lehrer verblüffen könnt, wenn ihr das schon wisst. Oder vielleicht auch ein oder zwei dieser Fachbegriffe auswendig lernen, weil diese Fachbegriffe sind zum Teil so merkwürdig, dass es einfach schon Spaß macht, sie zu lernen. Aber man kann sich das auch auf Deutsch alles ganz einfach vorstellen. Zellen haben nämlich drumherum so etwas wie eine Stadtmauer. Und diese Stadtmauer, wenn man sich jetzt vorstellt, das ist eine Stadt, die heißt Zellwand. Das haben also einige von euch bestimmt schon mal gehört. Ja, dann haben wir Verbindungstunnel, weil Zellen sind ja nie alleine. Die haben ja immer Nachbarzellen neben sich. Und wenn ein Verbindungstunnel von einer in die nächste Zelle führt, dann lernt man auch tatsächlich in der Schule, ich glaube in der Regel so in der 8. Klasse, wie der heißt. Der Fachbegriff dafür ist, das sind die Plasmodesmen. Müsst ihr euch nicht merken, aber ihr habt es schon mal gehört. So, dann brauchen wir natürlich eine Regierung. So eine Zelle, so eine Stadt braucht eine Regierung. Und diese Regierung, die ist quasi Rathaus und Post in einem. Denn sie denkt sich auch was aus und das müssen bestimmte Dinge in der Zelle dann auch erfahren, was sie denn nun machen müssen. Und deshalb ist das Rathaus gleichzeitig eine Post. Und diese Rathausstruktur, die nennt sich der Zellkern. Das heißt, das Wichtigste in einer Zelle ist der Zellkern. Und da wir ja jetzt zwei Zellen haben, machen Tatjana und Claudia gleich zwei Zellkerne hinein. Die Post geht durch die Löcher in dem Zellkern dann raus zu den nächsten Bewohnern und Inhalten der Zelle. Was ist das? Wir haben Kraftwerke. Jede einzelne Zelle hat jede Menge kleine Kraftwerke. Diese Kraftwerke heißen Mitochondrien, auch ein toller Name. Aber das Kraftwerk der Zelle ist einfach da, um erstmal Wärme und Energie zu produzieren, damit überhaupt Maschinen betrieben werden können, Stoffe aufgebaut werden, Nahrung gebacken werden kann, sozusagen in Brötchen und so weiter. Aber wir brauchen auch überhaupt erstmal was, woraus wir was herstellen können. Ja, und das bedeutet, wir brauchen auch sowas wie Bauernhöfe. Das heißt, wir brauchen Bereiche in der Zelle, in denen zum Beispiel sowas wie Zuckerrüben wachsen kann oder Kartoffeln, wo Zucker, Stärke und auch andere Stoffe entstehen. Und das sind die Chloroplasten. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist das Blattgrün. Und das Blattgrün ist in solchen kleinen Körnchen. Und in den Körnchen drin, da ist auch noch eine ganz kleine Welt für sich. Aber die nächste kleinere Welt erklären wir euch heute nicht. Gut, damit haben wir schon mal vieles Wichtige. Aber es gibt noch viel mehr. In Zellen gibt es jetzt auch Großfabriken, die die Dinge verarbeiten. Wenn zum Beispiel Kartoffeln geerntet werden müssen, müssen ja auch daraus neue Dinge entstehen, wenn man sie nicht nur essen möchte. Und dafür gibt es sogenannte Ribosomen. Die sitzen nahe an einem Handwerkerviertel dran in der Zelle. Das heißt, diese Ribosomen stellen was Neues her, was im Handwerkerviertel dann weiterverarbeitet wird. Und das ist jetzt der tollste Name. Wer nachher weiß, dass das das endoplasmatische Retikulum ist, der verblüfft damit bestimmt so ziemlich jeden Lehrer. So, dann muss das, was man herstellt, ausgeliefert werden. Der Lieferservice einer Zelle. Auch einen Lieferservice haben wir da. Der heißt Golgi-Apparat. Und jetzt sind wir fast durch. Aber ein Lieferservice braucht auch noch Straßen. Und die Straßen, die wir brauchen, jetzt bin ich zu schnell, die sind nämlich ganz besonders schwer anzubringen bei dem Poster. Entschuldigung, dass ich das jetzt sehr schnell gemacht habe. Das bedeutet also, die Straßen, jetzt bin ich langsamer, die müssen jetzt alle in die richtigen Richtungen führen, damit man wirklich dann die Dinge aus der entsprechenden Fabrik dahin bringt, wo sie hingehören. Da werden oft vom Lieferservice so kleine Kügelchen gebildet und in diese kleinen Kügelchen werden die Stoffe dann eingepackt und dann gehen diese Kügelchen zu diesen Straßen und werden damit durch die ganze Zelle transportiert. Und das sind dann die Straßen des Zellskeletts. Das ist ein bisschen komisch, der Name. Dieses Zellskelett heißt so, weil es die ganze Struktur da drin zusammenhält und auch bewegen kann, ne? Okay, eigentlich brauchen wir auch noch Muskeln, aber es heißt nun mal Skelett. Gut, und das Letzte, was noch groß und auffällig ist in einer Zelle, wenn man die gut mikroskopiert, das ist die Mülldeponie. Und die Mülldeponie hat auch noch ein paar andere Aufgaben, die nennt sich Vakuole. Das lernt man auch in der Schule, glaube ich. Und da ist vieles drin, was man nicht mehr braucht, aber es wird auch ein bisschen was gespeichert. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was in so einer Zelle groß und sichtbar ist.
Ganz herzlichen Dank. Alles, was kleiner ist, das zeigen wir euch nicht. Es gibt nämlich noch jede Menge andere Dinge, zum Beispiel Recyclinghöfe und alles sowas. Aber das ist zu viel. Unsere Zelle ist voll und jetzt ist gut. Jetzt passen nur noch unsere Mitbürger und Schmarotzer rein. Und ihr wisst jetzt schon, das sind die Viren. Und die Viren, die können unterschiedlich aussehen. Und auch davon haben jetzt Claudia und Tatjana noch ein paar griffbereit. Denn es wäre ja langweilig. Zellen mit Viren sind irgendwie viel interessanter als Zellen ohne Viren. Und wie man schon sieht, können die Viren jetzt so ähnlich wie die anderen Dinge in der Zelle auf diesen Straßen durch die Zellen wandern und durch die Tunnel in Nachbarzellen gehen. Das heißt, die Viren sind kleine Mitbewohner und Gäste in Zellen, die sich da zum Teil sehr wohlfühlen können. Nochmal ein großes Danke. Und damit dann letztlich neue Eigenschaften von Zellen erzeugen, über die wir euch gleich was erzählen. Ich fasse jetzt also nochmal zusammen. Das sind nochmal die Dinge ohne das, was man eben im Detail gesehen hat. Wir haben eine komplette Struktur einer Stadt, die viele Bereiche enthält, in denen unterschiedliche Dinge passieren und die von den Viren bewohnt wird. Zellen als kleine Städte. Gut, und jetzt kommen wir zu den Viren. Jetzt sind wir von der Zeit her genau richtig. Das heißt, jetzt kommt die zweite Hälfte unserer Vorlesung, beschäftigt sich mit Viren, was Viren sind und was man mit ihnen machen kann. Pflanzenviren sind also Gäste im Blatt und wir hatten euch jetzt schon gezeigt, dass solche Viren sehr verschieden aussehen können. Das heißt, Pflanzenviren können langgestreckt sein oder rund oder solche merkwürdigen Hantelformen haben. Es gibt ganz unterschiedliche Formen, aber die Frage ist natürlich erstmal, woher wissen wir denn das? Weil wir können ja eben mit dem Lichtmikroskop Viren nicht sehen. Tja, dafür müssen wir jetzt wieder in die Trickkiste aus dem Labor greifen und ein paar Leute konnten es sehen und ahnen es schon. Na, weiß es jemand? Ja? Was machen wir? Treffer, Elektronenmikroskop, das hättest du auch gewusst, ne? Und diejenigen, die jetzt aber noch kein Elektronenmikroskop kennen, die sehen jetzt hier gleich mal, wie ein Elektronenmikroskop aussieht und wie man überhaupt Sachen unter das Elektronenmikroskop bekommt. Das ist nämlich auch ganz witzig. Das heißt, das haben wir leider nicht machen können, weil das zu viel Zeit braucht. Aber das fängt eigentlich damit an, wie einen Smoothie herstellen. Ihr nehmt Blätter mit Viren drin und püriert die so richtig schön durch. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal einen Smoothie trinkt, einen grünen Smoothie, dann könntet ihr eigentlich auch ein bisschen was von dem Smoothie nehmen und auf solche Metallplättchen geben. Diese kleinen Metallplättchen, die ersetzen nämlich das, was bei dem Lichtmikroskop der große Objektträger ist. So groß ist es beim Lichtmikroskop und bei dem Elektronenmikroskop sind das winzige kleine Plättchen. Und die schiebt man in das Elektronenmikroskop und dann kann man sehen, was da drauf ist. Und wenn dann in dem Smoothie Viren waren, dann könnt ihr sie tatsächlich sehen. Und ihr seht sie dann zum Beispiel so. Das heißt, Viren sehen wirklich schön aus. Viren können aussehen wie solche langen Fäden, wie irgendwelche lustigen Blumenkohlstrukturen oder wie solche Doppelstrukturen. Und das sind nur drei Beispiele. Es gibt auch welche, die sehen aus wie lauter kleine Bierflaschen. Habe ich schon gesehen, das ist jetzt welche Viren aus Bakterien. Und es gibt Viren, die sehen aus wie Schlangen. Also es ist eine ganz, ganz spannende Zoo, der sich da in solchen Blättern befinden kann. Tja, und diese Pflanzenviren, die sind viel häufiger in Pflanzen, als ihr das denkt. Wie gehen sie denn überhaupt durch die Pflanze? Das will ich euch als nächstes kurz erzählen. Und zwar, ich will euch zeigen, wie Viren die grüne Welt erobern. Ihr habt jetzt schon gesehen, dass die Viren in der Zelle entstehen. Und zwar sind es die Viren, sind es die ganz normalen Fabriken der Zelle, die Handwerksbetriebe, die auch diese Viren herstellen. Das heißt, die Zelle selbst bietet den Viren die Möglichkeit, sich zu vermehren. Und wenn dann diese Viren vermehrt sind, dann, denkt dran, gibt es ja die Tunnel. Zwischen diesen Zellen haben wir ja lauter verschiedene Verbindungstunnel. Und durch diese Verbindungstunnel können diese Viren nun weiter in verschiedene neue Zellen wandern. Und aus den Zellen raus können sie sogar in neue Blätter kommen, durch die Adern. Und wenn sie dann in den neuen Blättern sind, dann können sie sich wieder vermehren. Und dann können sie zum Beispiel von Insekten aufgesaugt werden.
Und wenn dann die Viren von den Insekten aufgesaugt werden, zum Beispiel von Blattläusen, danach können sie zu neuen Pflanzen fliegen und in neuen Pflanzen sich vermehren. Und so reisen Viren durch die ganze Welt und sind fast überall und oft völlig unbemerkt. Sie gehören dazu. Ein Freund und Kollege von mir hat tatsächlich mit Ketchup aus verschiedenen Ländern der Welt untersucht und tatsächlich ist es so, in fast allem Ketchup sind Viren. Es macht nichts. Vielleicht schmecken die sogar gut. Ich überlege immer, ob das vielleicht manchmal den Geschmack noch ein bisschen verbessert. Aber das ist meine persönliche Theorie. Gut, jetzt ist es aber so, dass nicht alle Viren gut sind. Manche Viren sind auch Schmarotzer, das hatte ich schon gesagt. Und manchmal sind sie auch böse. Und jetzt nochmal zurück zu den Pflanzen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon denken, als wir uns früher gefragt haben, was ist bei diesen Viren, Pflanzen los? Die Antwort ist einfach, es sind Viren drin. Es gibt auch Pflanzen, die so aussehen, die zum Beispiel Pilze drin haben oder noch was anderes, Bakterien. Aber wenn das so aussieht wie hier, dann sind eigentlich fast immer Viren in der Pflanze. Und es ist so, dass ich sagte ich schon, dass diese unterschiedlichen Typen von Viren alle zum Glück nicht gefährlich sind für Mensch und Tier. Das heißt, wir können die einfach essen und es macht niemandem was, keinem Menschen, keinem Tier. Aber trotzdem, auch wenn sie in fast allen Pflanzenarten vorkommen, gibt es manche, die doch sehr auffällig sind. Zum Beispiel können manche Viren auslösen, dass Zucchini plötzlich so aussieht. Wenn ihr in eurem Garten mal solche Zucchini findet, dann hat die wahrscheinlich ein Virus. Die kann man noch essen, aber sieht halt lustig aus. Andere Viren sind aber richtig böse. Es gibt auch immer mal Viren, die tatsächlich komplette Ernten vernichten. Das kommt in Deutschland selten vor. Deshalb forschen in Deutschland auch nur ganz, ganz wenige Forscher an Pflanzenviren. Es ist zum Beispiel so, dass Getreide und manchmal auch Rüben oder auch Pflaumen, Aprikosen oder hier zum Beispiel Kohlköpfe, die können manchmal Viren enthalten und dann schmecken sie oft auch nicht mehr richtig, aber das ist nicht so häufig. Aber es ist ganz häufig in warmen Ländern der Erde. Und da ist es manchmal so schlimm, dass ganze Länder Hungersnöte bekommen. Das heißt, Pflanzenviren machen eigentlich große Probleme, aber trotzdem ist es so, dass nur wenige Leute sie erforschen und in Deutschland sind es auch ziemlich wenige und eine Gruppe davon ist eben in Stuttgart. Es gibt aber auch Viren, die sind einfach nur schön. Und es gibt Zierpflanzen, die sind deshalb teuer, weil sie eben Viren haben. Und da haben wir jetzt einmal kurz mit der Kamera nochmal hier live einen Zoom auf solche Pflanzen, die hier unten stehen. Diese Pflanzen, die nennen sich Schönmalven und die stehen manchmal auch in Stuttgart als verkehrsverschönernde Inseln, andersrum, als Verkehrsinseln verschönernde Pflanzen auf Inseln oder auf Beeten in der Stadt. Und immer wenn die so hübsche Blätter haben wie hier oder da, dann haben sie auch Viren. Abutilon heißt der Fachbegriff, die Schönmalve. Ohne Viren sehen die Pflanzen so aus. Wir haben sie hier extra direkt nebeneinander. Dafür danke ich nochmal besonders unseren Gärtnern, dass sie uns so schöne Pflanzen heute rübergebracht haben. Und auch Tulpen, die können manchmal auch so aussehen, wenn sie keine Viren haben. Aber vor 100 oder auch noch 300 Jahren waren Tulpen, die so aussehen, immer voller Viren. Da waren Tulpen mit Viren viel teurer als Tulpen ohne Viren. Das heißt, manche Viren machen schön. Ob es bei Menschen auch sowas gibt, weiß ich nicht. Aber bei Pflanzen ist es so. Und jetzt kommen wir zum Teil, was Viren ganz besonders macht, nämlich speziell Pflanzenviren. Manche kann man nämlich auch als Helfer und Werkzeug benutzen. Und zwar für uns Forscher, aber auch für Ärzte und für Techniker. Zumindest arbeiten viele daran, dass das in Zukunft häufiger funktioniert. Und vieles klappt heute schon. Wobei können uns Viren helfen? Wir werden jetzt ein Beispiel hier als Versuch zeigen, indem man sieht, dass man mit Pflanzenviren unsichtbare Stoffe aufspüren kann. Wie das funktioniert, ist ein bisschen kompliziert. Unsere Studentin im Labor fragt sich, wie mache ich das? Und eigentlich kann man es auch kaum so richtig verstehen, wenn man es nicht Schritt für Schritt nochmal erklärt und sich klar macht. Das heißt, wir wollen euch erstmal erklären, warum Viren helfen können, etwas aufzuspüren. Ein Virus, wenn man das nämlich genau anschaut, hat nämlich ganz, 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 ganz viele Andockstellen. Diese Viren sind winzig klein, aber sie sind sehr stabil
und sie sind total biologisch. Das heißt, das ist ein biologisches Material, Eiweiße und Nukleinsäuren. Und diese Eiweiße, die sind so, dass sich andere biologische Materialien da oft wohlfühlen in der Nähe. Und man kann an diese Oberflächen etwas ankoppeln, das werden wir gleich sehen. Man kann solche Pflanzenviren in ganz großen Mengen im Gewächshaus einfach ernten. Wir lassen Pflanzen wachsen und warten ein, zwei Wochen. Und hinterher kann man die dann pürieren und aus diesen Pflanzen ganz, ganz viele Viren isolieren, reinigen. Und wenn man die dann gereinigt hat, hat man Bio-Nanoviren. Dann haben wir ganz kleine Viren, die viel zu klein fürs Lichtmikroskop sind, aber mit denen wir schöne Dinge machen. Und das Virus, mit dem wir das am liebsten machen, nennt sich Tabak-Mosaik-Virus. Denn die Pflanzen, in denen wir diese Viren herstellen, sind Tabakpflanzen. Und das sieht man hier, Tabakpflanzen, die man auch rauchen kann. Ne? Die ganz normalen Tabake in Zigaretten enthalten ganz oft Viren. Und dann haben sie so Muster auf den Blättern, so ähnlich wie jetzt hier diese Pflanzen. Und wenn die solche Muster haben, kann man daraus solche kleinen Stäbchen reinigen, die Tabakmosaik. So, und wenn ich jetzt diese Tabakmosaikviren habe, dann kann ich an diese Viren mit 2000 solchen Andockstellen ganz, ganz viele andere Dinge anhängen. Und diese Andockstellen bei diesen Viren, die sitzen so dicht nebeneinander, dass das technische Dinge überhaupt nicht gibt, wo so viele solche Andockstellen so dicht nebeneinander sitzen. Da ist die Biologie einfach besser und kleiner. Es gibt zwar ähnliche technische Stäbchen, aber die haben nicht so gut ansprechbare oder anklebbare Stellen auf der Oberfläche. Das heißt, diese Andockstellen, die sind der große Vorteil von solchen Pflanzenviren. Sie werden also zum Bio-Nano-Träger. Wir haben damit Träger für andere Funktionseinheiten oder für andere kleine Strukturen, mit denen wir etwas machen wollen. Wie genau? Das ist jetzt der nächste Schritt der Erklärung. TMV, Tabakmosaikvirus, nackt, sieht also so aus. Das haben ein paar von euch im Elektronenmikroskop schon mal gesehen. Es sind wirklich solche kleinen Stäbchen mit einem kleinen Loch sogar in der Mitte, einem kleinen Kanal. Also eigentlich sind es kleine Röhrchen. Wenn wir jetzt aber das Virus mit solchen Messfühlern bestücken, und das ist nämlich jetzt der Trick, wir hängen an solche Viren jetzt lauter Messfühler an. Messfühler zum Beispiel für Zucker. Dann sehen die Viren so aus. Das heißt, wir hätten jetzt die Möglichkeit, auf ein solches Virus 2000 und noch mehr Messfühler zu hängen, um damit ganz, ganz empfindlich Dinge zu messen. Und das ist jetzt eine der ganz besonderen Möglichkeiten, die uns solche Viren bieten. Diese Messfühler, für die Fortgeschrittensten unter euch, das sind Enzyme, aber das brauchen wir hier nicht genauer zu haben. Diese Messfühler, die können Zucker messen und die sitzen dann dicht auf der Oberfläche, wenn man sie chemisch anklebt. Das heißt, man kann die ganz gezielt an jedes dieser einzelnen Oberflächenknubbel ein solches Messfühlerchen ankleben und dann haben wir plötzlich ein dicht an dicht besetztes Messfühlerteilchen. Und so ein Messfühler, der dann so gebaut ist, den kann man jetzt im Labor nutzen, um damit Sachen zu suchen und zu finden. Und wenn das jetzt ein Messfühler für Zucker ist, dann geht das so, dass man zum Beispiel eine zuckerhaltige Limonade, nennen wir die mal Citrozucchi, nimmt und Citrozucchi kippt man über den Messfühler und dann wird es grün. Einfach, weil dieser Messfühler erkennt, oh, da ist Zucker drin, dann mache ich das jetzt mal grün. Da kommt dann noch eine kleine andere chemische Substanz mit rein. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Das Prinzip ist ganz einfach. Man sieht, wenn es grün wird und der Messfühler da ist, ist da Zucker drin. So, Zucker wird also grün. Und wenn ich Tabakmosaikvirus mit 2000 Messfühlern habe, dann ist das eine ganz, ganz große Möglichkeit, ganz leicht Zucker toll nachzuweisen. Und wir erklären euch jetzt noch, warum. Damit ihr gleich den Versuch ganz genau versteht. Das funktioniert so, dass wir bei diesen Messfühlern normalerweise solche Platten benutzen, nennen sich die, mit so kleinen Schälchen drin. Das heißt, wir sehen die gleich nochmal hochvergrößert mit der Kamera. Das heißt, wir haben Platten mit Schälchen. In der normalen Laborwelt nehmen wir welche mit 96 ganz, ganz kleinen Schälchen. Aber in dem Test, den wir jetzt hier machen, nehmen wir Platten, die nur 12 solche Schälchen enthalten.
Und dann tut man im ganz normalen Labortest auch ohne Tabakmosaikvirus da Messfühler rein. Das heißt, ich tue in solche Platte Messfühler und klebe die da eigentlich rein. Da gibt es eine spezielle Art von Klebstoff, damit bleiben die Messfühler da drin. Und dann kippe ich da eine Lösung hinein und wenn sie Zucker enthält, wird sie grün und wenn sie keinen Zucker enthält, nicht. Wenn ich jetzt aber mit TMV arbeite, dann kann ich in dieselbe Schale zigmal mehr Messfühler tun. Und zwar kann ich da so viele stapelweise Messfühler in eine Schale tun, dass wir mindestens 10-mal so viele Messfühler in solche Schale reinbekommen. Und zusätzlich ist es auch noch so, dass diese Messfühler dann ganz besonders wohl sich fühlen auf diesen Stäbchen und auch noch viel länger arbeiten. Das heißt, wenn ich so einen Messfühler hier benutze, muss ich den hinterher schnell wegschmeißen, weil der tut vielleicht so eine halbe Stunde und danach ist nicht mehr viel los. Wenn ich aber so eine Messfühler, wenn ich so viele Messfühler auf diesen Viren habe, dann arbeiten die wochenlang. Es gibt Messfühler auf den Viren, die haben wir jetzt, die hat Claudia ein Jahr lang in Benutzung und sie arbeiten immer noch. Das muss irgendwie daran liegen, dass sie sich so wohlfühlen auf den Viren, dass sie einfach unglaublich glücklich da vor sich hin arbeiten. Und wir haben da jetzt ein Modell hier nochmal gebaut, wo wir das einfach nochmal zeigen wollten, wie das also im Modell aussieht. Das sind jetzt also im Modell die einzelnen Messfühler in einer normalen Schale, wie wir sie verwenden. Und es ist tatsächlich so, man kann die Oberfläche aus irgendwelchen Gründen, weil alle Klebstoffe der Welt, die es gibt, die sind nicht so gut, dass wir die dicht an dicht da anbringen können. Es geht einfach nur so, dass wir ungefähr so viel Messfühler in eine Schale bringen, weil ein paar gehen immer wieder ab und kleben nicht genug. Wenn wir jetzt aber die Viren da reintun, das sind jetzt also unsere grünen Tabakmosaikviren in riesig, also als wunderschönes Modell, dann sieht man, dass wir viel, viel mehr solche Messfühler hier reintun können und dass wir sogar noch stapeln können. Ne? Wir haben richtig große Stapel. Und wir haben in diese beiden Röhren jetzt etwa die Hälfte der Messfühler getan, die jeweils hier drin sind. Und man sieht, dass es viel, viel mehr sind, die man in so eine Schale bekommt. Und in Verbindung damit, dass jetzt diese Messfühler sich viel, viel wohler fühlen auf diesen Viren, haben wir damit einen großen Vorteil. Wir können also ganz, ganz toll jetzt damit Dinge messen. Und wir wollen euch das mit Zucker zeigen und jetzt ein Experiment machen, das ich euch noch kurz vorerkläre, ehe es dann hier ernst wird. Wenn man einen Versuch im Labor macht, dann überlegt man sich immer, was erwarte ich und was kommt dabei dann raus und dann sage ich, aha, das heißt also, es hat funktioniert oder es ist Zucker drin oder doch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt Citrozucki in eine Platte gebe, in eine Schale gebe, in der solche Messfühler sind, dann erwarte ich ein Ergebnis. Wenn ich jetzt aber eine Limonade ohne Zucker, Citro Zero nennen wir sie einfach mal, da reingebe, dann erwarte ich auch ein Ergebnis. Die Frage ist also, was wird passieren? Wir denken dran, Zucker wird grün. Und jetzt frage ich euch einfach mal, welche der Schalen wird grün? Ich lasse euch mal abstimmen. Wenn jetzt also Zucker grün wird und wir hier unten überall Messfühler drin haben, Messfühler für Zucker, tun wir hier Citrozucki mit Zucker rein und hier die Limonade Zero ohne Zucker. Wird Schale 1 grün? Wer ist für ja? Machen wir mal Arm hoch. Ja, das sind ziemlich viele. Und Schale 2? Wir haben jetzt hier Zucker, Limonade. Wir haben jetzt hier Messfühler. Die Frage ist, wird das grün oder wird es nicht grün? Ja, da sind wir unentschieden. Dann haben wir hier Limonade ohne Zucker, Messfühler für Zucker. Wer glaubt, dass das grün wird? Nur noch wenige. Und hier haben wir jetzt viele Messfühler, aber kein Zucker. Wird es grün? So, also die meisten haben recht. Aber ihr werdet sehen, wir zeigen es euch lieber, als dass wir es euch jetzt verraten. Das heißt, wir kommen jetzt tatsächlich zum echten Versuch und jetzt könnt ihr alle dann nochmal drüber nachdenken, ob dann das eine oder das andere wohl grün wird. Und wir haben Testschalen für Citrozucki mit Zucker, für Citrozero ohne Zucker und mit TMV und ohne TMV-Viren, also mit viel
Messfühlern und mit wenig Messfühlern. Und jetzt kommen zu uns Pia und Claudia. Und jetzt brauchen wir nämlich Pia als Assistentin, um im richtigen Moment das Richtige zu tun. Das Ganze geht jetzt also so. Jetzt müssen als erstes die Testschalen für Citrozucchi und für Citrosero markiert werden. Gut. So. Also im Labor ist es auch so, dass wir immer ein tolles Team an technischen Assistenten haben. Aber heute machen wir das andersrum. Heute wird Pia das Experiment durchführen. Wusstest du, dein Mikroskop ist noch nicht an. Ach so, doch. Entschuldigung. Genau, und zwar fangen wir an mit also die Diätlimonade. Und jetzt wird Pia uns mit dieser Pipette hier ganz definierte Mengen in diese Wells, die vorbereitet sind mit diesen Messfühlern, vorlegen. So, Pia. So, genau. Und noch ein drittes Mal. Sehr gut. Also wir sehen jetzt schon, ein bisschen enttäuschend jetzt noch, aber als gute Wissenschaftler nehmen wir das jetzt mal hin, sondern wir beobachten jetzt noch eine Weile weiter. So, dann kommen wir jetzt zur anderen Limonade, Citrozucchi, wo wir ordentlich Zucker drin haben. Also man sieht jetzt vielleicht langsam schon, dass sich hier jetzt tatsächlich was tut. Die Kamera? Okay. Okay. Kannst du so umdrehen? Ja. So. Dann, okay, drehen wir es. So, also man sieht, es passiert was. Es wird da ein bisschen grüner. Man sieht, da geht was. Und man sieht auch, ein Loch wird besonders grün. Genau. Und welches Well war das? Das, wo, ja? Lino? Genau, also Lino hat es gesagt, das Well, das wir mit unseren TMV-Partikeln bestückt haben, die jetzt einfach als Superkleber zusätzlich uns ermöglichen, noch mehr Messfühler da drauf zu bringen. Und wenn wir das jetzt weiter beobachten, man sieht, es wird dunkler und dunkler. Und wenn wir in 5 Minuten nochmal drauf starren, dann ist es dunkelgrün. Und in 10 Minuten ist es fast schwarz. Und was man auch sieht, Pia kann das bestätigen, hier oben in dem obersten Well, da wird es so ganz leicht grün. Aber es ist kein Vergleich zu dem Well, wo wir die TMV-Partikel mit drin haben. Und jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf unsere ersten Limonaden. Man sieht, immer noch nichts passiert. Somit, ja, geben wir es wieder an Christina über. Dankeschön. Also ich freue mich, dass es total gut geklappt hat. Es sieht von hier jetzt richtig dunkelgrün aus. Das zeige ich jetzt auch nochmal hier am Laptop. Das heißt, so sah das jetzt oder sieht das jetzt hier aus. Das heißt, wir zeigen jetzt nochmal nachgestellt das Ganze schon mal vorher aufgenommen. Es klappt eigentlich immer. Wenn wir also Zucker in unserer Limonade haben und Messfüller, wird es grün, aber es wird viel, viel grüner, wenn Tabakmosaikviren drin sind und viel mehr Enzym sich damit viel wohler fühlt und viel länger und besser arbeitet. Wenn wir aber keinen Zucker in der Limonade haben, dann sehen wir überhaupt nichts. Und das ist gut so, das heißt, das Ganze funktioniert ganz sicher. So, ist da eine Frage dazu? Dann würde ich sagen, eine Frage erlauben wir, ehe ich dann zum Schluss komme. Welche Frage hast du denn? Ich wollte fragen, ob man diese Citrozucchi im Ernst trinken kann, weil Sie haben ja gesagt Limonade. Wir haben sie tatsächlich mit ein bisschen mehr versetzt als normal. Also das ist keine echte Limonade, weil wir noch was reingegeben haben, was hier dann auch schnell funktionieren muss. Aber es würde normalerweise mit Limonade auch gehen. Das müssen wir dann im nächsten Labornachmittag bei uns im Labor euch zeigen. Okay? Gut. So. Aber gute Frage. Wie immer beim Zauberer. Ein paar Tricks müssen sein, die man dann leider nicht verraten darf. Wir machen gleich weiter. Wenn wir gleich am Ende sind mit Fragen, könnt ihr gleich noch viele Fragen stellen. Nur ehe wir es vergessen, was wir gerade gesehen haben, will ich euch nur noch zeigen, dass das auch in
Profi-Messfüllern funktioniert. Selbst für Profi-Geräte ist dieses pflanzliche Virus eine große Hilfe. Selbst wenn wir elektrisch Zucker messen, sieht man, dass es dann für diejenigen, die auch vielleicht später sich genauer damit beschäftigen, dass selbst elektrische Sensoren für Profis mit solchen Viren besser arbeiten. Damit kommen wir jetzt eigentlich zum Schluss und möchten euch zeigen und nochmal daran erinnern, dass es nicht das Einzige ist, was man mit solchen Pflanzenviren alles machen kann. Wir arbeiten bei uns an vielen verschiedenen Dingen, wofür wir Pflanzenviren verwenden können. Ein paar davon sind noch ein bisschen scherzhaft, ein paar sind ernst. Und vieles davon ist auch noch eine neue Sache, die wir euch heute auch nicht mehr zeigen können. Wir können auch aus Pflanzenvirus-Bausteinen völlig neue Strukturen erzeugen und damit noch mehr Dinge machen. Das ist inzwischen so viel, was man damit machen kann, dass wir gerade dazu ein großes Buch herausgegeben haben. Hier steht vieles drin und immer noch nicht alles, was man inzwischen mit solchen Viren machen kann. Und es wird immer mehr und es ist eigentlich ein Forschungsgebiet, das gerade erst so richtig frisch losgeht. Das heißt, wir konnten euch zwar heute nicht mit Dr. Kleinermacher helfen, aber wir hoffen, dass es trotzdem euch ein paar interessante Dinge neu gezeigt hat. Ihr habt jetzt gesehen, dass wir das Leben mit Präparieren und Mikroskopieren auch im Inneren von Pflanzen genau sehen können. Wir sehen, dass kleine Zellen in den Blättern eigentlich kleine Städte sind, dass wir Pflanzenviren als Gäste in den Blättern finden können, die entweder nette Mitbürger sind oder auch Schmarotzer und dass uns Pflanzenviren bei vielen Dingen auch helfen können. Jetzt ist es gleich vorbei, das heißt, wir sagen euch gleich Tschüss, möchten es jetzt aber zum Schluss nicht versäumen, euch nochmal ein ganz großes Danke zu sagen, dass ihr so lange hier geblieben seid, euch so viele verschiedene komplizierte Dinge zugetraut habt. Das wird die beste Voraussetzung sein, um später ganz toll in der Schule und auch im Studium vielleicht zu sein. Wir möchten noch den ganzen Partnern von uns danken, die uns unterstützen und mit uns zusammen daran arbeiten, dass man schöne neue Dinge aus Pflanzenviren machen kann. Und als letztes nochmal sagen, dass wir ein nettes Team in unserer Abteilung sind, was aber auch für euch alle interessant werden könnte. Falls ihr mehr wissen wollt, dann müsst ihr Technische Biologie in Stuttgart studieren. Jetzt also nochmal vielen Dank auch ans ganze Organisationsteam. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir heute mit euch hier zusammen sein dürfen. Und